dann wäre es der erste von meinen zwei Vortragen, der jetzt hochgeladen werden soll. Ja, ich bin ja schon heute Morgen darauf angesprochen, dass ich bestimmt aus dem Zoo komme wegen dem Schlüssel, der so extern hängt. Weil es wahrscheinlich ein Fetisch, weil wir Zooleute gerne Tiere einsperren oder ich weiß nicht. Jedenfalls möchte ich jetzt ein sehr trockenes Thema darstellen. Ich weiß, ich stehe zwischen Ihnen und dem Mittagessen, also eine relativ undankbare Aufgabe, zumal eben das Thema recht trocken ist. Wie sind unsere Strukturen, unsere Programme eigentlich aufgebaut? Und da merkt man auch, das ist relativ divers. Man hört ja auch immer solche Begriffe wie EIP oder Tag. Und ich will ein bisschen auch darauf eingehen, was heißt das eigentlich? Woher kommt das auch? Also ich fange an, werde ein bisschen was über Zuchtbücher erzählen. Dann geht es um das EIP, beziehungsweise die Organisation, die die EIPs heutzutage verwaltet, die EASA. Dann haben wir seit 3 Jahren das sogenannte EIP New Style. Da gab es also einen gewissen Umbruch, gewisse Veränderungen, die ich dann darstellen werde. Darauf oder worauf baut das EIP eigentlich auf? Auf den Regional Collection Plan, den werde ich dort vorstellen. Was ist das eigentlich? Da gibt es durchaus auch noch Luft nach oben, die ich dann ein bisschen darstelle. Dann gibt es eben nicht nur die EASA, es gibt auch andere Zoovereinigungen wie die EUAC, also die European Union of Aquarium Curators, die ich dann noch vorstelle. Und dann die Beispiele für die Zusammenarbeit mit Nicht-Zoo-Verbänden, also vor allem auch mit privaten Initiativen. Da können wir ein bisschen schneller durchgehen, weil Katrin da heute schon vieles zu erzählt hat. Ja, und ist natürlich schön, so einer Aquarianertagung gleich mit einem Bison beginnen zu können. Passt aufs Erste überhaupt nicht. Aber wenn wir über Zuchtbücher oder Zuchtprogramme sprechen, ja, wenn wir beim Präriebison gucken, das waren mal 1100 Tiere übrig. Und dann gab es ein Zuchtprogramm vom Bronx Zoo New York. Soweit nichts Spezielles, außer man guckt mal auf die Zeit. Und es wird ja immer gesagt, so Erhaltungszucht, Artenschutz ist eine neumodische Erscheinung. Naja, 1905 hat der Bronx Zoo damit angefangen und hat 1907 und 1913 die ersten Wiederauswilderungen beim Präriebison durchgeführt. Also der Artenschutz in Zoos ist wirklich über 100 Jahre alt. Heute haben wir bei den Bisons sind sie in der roten Liste als near threatened, also nur noch potenziell gefährdet. Wir haben wieder 11.000 bis 13.000 Tiere, dank dem Einsatz von Zoos vor über 100 Jahren. Und ein Vorwurf, den wir immer wieder hören, ist ja auch, dass wir Tiere halten, die ja gar nicht gefährdet sind. Ja, zum Teil sind wir aber auch schuld daran, dass sie nicht mehr gefährdet sind, weil wir sie eben, das ist ja eigentlich das Ziel, gefährdete Arten zu halten und zu züchten, dass sie am Ende eben nicht mehr gefährdet sind. Ja, wir brauchen nicht unbedingt nach Amerika gucken und man kann auch bei Röbi in der Heimatstadt in St. Gallen gucken, Steinböcke. Alpensteinböcke waren Anfang des 19. Jahrhunderts 100 Tiere noch übrig in Gran Paradiso in Italien. Und die St. Galler haben, also Randbemerkung, illegal, das war damals ohne Papiere, heute nicht mehr vorstellbar, illegal, haben sie die Tiere aus Italien in den Wildpark Peter und Paul geschmuggelt. Und dort ebenfalls ein Zuchtprogramm gemacht und ab 1911 wurden die Tiere in der Schweiz wieder angesiedelt. Das ist auch schon über 100 Jahre her. Heute ist der Alpensteinbock Lease Concern, das heißt überhaupt nicht mehr gefährdet. Es gibt 53.000 Tiere in 18 Populationen und 18.000 Steinböcke allein in der Schweiz und die gehen eigentlich alle auf diese geschmuggelten Tiere vom Wildpark Peter und Paul zurück. Ja, ich bleibe bei Huftieren. Das ist kein Bison, das oder der europäische Bison, der Wisent. Das war dann das erste Zuchtbuch, also die ersten Zuchtprogramme, die ich jetzt erwähnt habe. Da gab es eigentlich kein Zuchtbuch dafür. Das erste Zuchtbuch gab es für den Wisent. Das war 1923 im Zoo Frankfurt durch Kurt Briemel, den damaligen Direktor von der Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents, die gegründet wurde und die das Zuchtbuch geführt haben. Zuchtbücher, muss man dazu sagen, ist keine Erfindung eigentlich der Zoos. Das geht auf die Haustierzucht zurück und einige Jahrhunderte zuvor gab es da schon die ersten Zuchtbücher, wobei Haustierzucht natürlich grundlegend
eine völlig andere Ausrichtung hat. Da geht es um das Herauszüchten von phänotypischen Merkmalen und nicht um Erhalt der genetischen Vielfalt, zumindest ursprünglich. Also für den Wiesent wurde das erste Zuchtbuch gegründet. Es beinhaltete 54 Tiere, davon 12 unverwandt. Das würde man heute also als Gründertiere nennen, also 12 unverwandte Tiere, die sich dort fortgepflanzt haben. Auf die geht es zurück. Auch heute, auch das ist eine Erfolgsgeschichte, auch heute der Wiesent nur noch potenziell gefährdet. 2.500 Tiere wieder da, wieder angesiedelt. Und wenn man sich mal die Zitate anguckt von Kurt Priemel aus der Zeit, ja, alle Arbeiten für den großen und herrlichen Gedanken des Naturschutzes muss Stückwerk bleiben, wenn sie nicht auf dem Boden der Internationalität gedeiht. Naturschutz ist heute nicht nur eine unabweisbare Forderung unserer Zeit, sondern ist auch eine Wissenschaft geworden, die sich zur allgemeinen Anerkennung durchgerungen hat. Stammt aus den 20er Jahren und nicht dieses Jahrhundert, sondern des vorherigen. Ist aber eigentlich nach wie vor aktuell, wobei man manchmal darüber debattieren kann, ob nicht mehr Wissenschaftlichkeit durchaus angebracht wäre. Internationale Zuchtbücher, eben der Wiesent war das erste. Das zweite ließ dann etwas länger auf sich warten. Das war dann 1959 das Przewalski-Pferd, gefolgt dann von Kulan und Onager. 1966 ging es dann richtig los, aber Sie sehen irgendwie am Anfang alles nur Huftiere. Und die ersten Nicht-Huftier-Zuchtbücher gab es dann erst 1967. Das waren dann drei der vier Menschenaffenarten, der Tiger. Ein paar mehr, das waren aber wahrscheinlich wieder Huftiere, deswegen habe ich sie hier abgekürzt. Und es ging dann noch länger, bis für den ersten Vogel ein internationales Zuchtbuch gegründet wurde. Das war dann der Matschurenkranich. Als erstes Reptil kam dann 82 der China-Alligator. Als erstes wirbelloses Tier die Patula-Schlecken 1996. Und auf den Fisch warten sie vergeblich. Da gibt es bis heute kein internationales Zuchtbuch. Das kann man aber durchaus begründen, da gehe ich in den späteren Folien noch drauf ein. Internationale Zuchtbücher, also die in allen Kontinenten oder wo die Zoos von allen Kontinenten dazu beitragen, sind in der WASA, in der World Association of Zoos and Aquariums angesiedelt. Die wurde als IUDCG, also Internationale Union von Direktoren Zoologischer Gärten, 1935 in Basel gegründet. Basel ist ein guter Gründungsort, werden wir nachher auch noch mal sehen. Heute gibt es über 130 internationale Zuchtbücher und es gibt über 400 Mitglieder in der WASA. Das Problem eben, es ist, oder was ist ein Zuchtbuch generell? Das sind die zwei Zuchtbücher, die ich mal geführt habe. Das Rechte über die Hamlins Meerkatzen, das führt heute mein Nachfolger Ariel Jacken, der auch im Raum ist. So ist das Titelbild von einem Zuchtbuch. Ich werde später dann noch darauf eingehen. Man sieht hier, rechts geht es um eine Art, links geht es um eine Gattung. Das war damals eigentlich illegal. Warum das so ist, dazu später mehr. Aber ein Zuchtbuch hat eigentlich nichts anderes, als dass es einfach die Tiere listet. Links ist jetzt ein historisches Register, da sind also auch alle gestorbenen Tiere drin, rechts sogenannte Current Population, also die lebenden Tiere, geordnet nach verschiedenen Zoos. Wer hat welches Tier? Da hat man eine Übersicht und man kann damit auch gewisse Ableitungen machen, also wie entwickelt sich die Population, wann nimmt sie zu, wann nimmt sie ab. Man kann Sterblichkeiten, Fertilitätsraten feststellen, man kann Alterspyramiden erstellen, also man kann so die basalen demografischen Daten daraus ableiten. Ansonsten, man kann auch, das ist dann in dem Population Management Software, die man anwenden kann, da kann man also, links hat man jetzt alle Männchen, rechts alle Weibchen und wenn ich da die entsprechenden Tiere anklicke, dann sehe ich oben rechts, was hat das für Auswirkungen, also was für ein Inzuchtkoeffizient hat mein Jungtier, was daraus entstehen würde, wie wirkt sich auf die genetische Vielfalt in der ganzen Population aus. Also die ganze Genetik kann man heute angucken, das hier nur als kurzer Überblick. Wenn ich Ihnen über die genetischen Kriterien, wie man Zuchtbücher da führt, berichten soll, bräuchte ich nochmal eine zusätzliche Stunde. Der Vortrag ist in der Schublade, also Röbi, wenn du den mal willst, kann ich den auch holen.
Das Problem ist bei den internationalen Suchbüchern eben, und deswegen macht es eigentlich auch wenig Sinn, dass man für Fische internationale Suchbücher macht, dass man über die Kontinente ist es relativ schwierig mit Tiertransporten. Man muss irgendwie gucken, dass das Ganze noch pragmatisch, handlich, handbar, umsetzbar bleibt. Und deswegen ist eigentlich die regionale Entwicklung die wichtige. Und das heißt, für uns ist eigentlich Europa das Entscheidende. Und da gibt es nun das EEP. Und das EEP wurde 1985 gegründet. Und EEP steht für Europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Die Gründungsväter, oder ursprünglich 1985 gab es 19 EEPs, wieder 17 Säugetiere, 2 Vögel, also relativ klar auf die Säugetiere ausgerichtet, wie wir das auch schon von den Zuchtbüchern kennen. Und das sind die 8 Gründungsväter des EEPs. Was auffällt, erstens natürlich alle männlich, zweitens kein einziger Native English Speaker dabei. Das heißt, die Gründungssprache war eigentlich Deutsch. Deswegen auch wirklich EEP, Europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Sie sehen auch, da ist auch schon ein Schmidt drin und der ist in ziemlich direkter Linie mit mir auch verwandt. Deswegen musste ich auch diese als Kind diese 8 Namen auswendig lernen. Andere Kinder haben wahrscheinlich irgendwelche Rockstar-Gruppen auswendig gelernt oder Fußballmannschaften. Ich musste das auswendig lernen. Man kann mich heute noch nachts um 3 wecken. Ich kann die 8 runterrasseln, kein Problem. Aber eben wichtig, eben Deutsch war die Sprache, deswegen Europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Die Engländer kamen später dazu. Die internationale Sprache auch in der Tiergärtnerei ist natürlich Englisch. Und Europäisches Erhaltungszuchtprogramm lässt sich schlecht aussprechen in Englisch, also brauchte man irgendwie ein englisches Synonym dafür. Und da ist man dann auf European Endangered Species Program gekommen. Und Sie sehen schon, es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied und das ist auch immer mal wieder ein Irrtum, den man antrifft. Also es gibt viele Kollegen, die sagen, ja, was ist denn, warum haben wir EEPs für Least Concern Arten, die gar nicht in der roten Liste sind? Wir haben ja da Arten, die sind gar nicht gefährdet. Ja, das Endanger kam erst in der englischen Übersetzung rein. Hier bei Europäisches Erhaltungszuchtprogramm sehen Sie nichts von seltenen Arten. Da geht es um die Erhaltungszucht. Und ein Hauptmotiv, das wird heute oftmals ein bisschen verschwiegen und das Ganze, das die Zoos damals vorausgedacht haben, besonders edel waren, aber ein Hauptmotiv war tatsächlich, es war eine Reaktion auf CITES. Das hat Katrin schon vorgestellt, was CITES ist. Das kam ja 1975. Und hat den Handel mit Wildtieren beschränkt. Das heißt, es wurde schwieriger, an Tiere zu bekommen. Und deswegen war die Betonung auf Erhaltungszucht, dass man sich unabhängig macht von Importen aus dem Freiland und dass man die Tiere selber züchtet. Das war der Ursprungsgedanke mit dem EEP. Das mit den seltenen Arten, das kam erst später. Das wird heute gerne vergessen. Die EEPs werden heute von der EASA beaufsichtigt. Die EASA ist 1988 gegründet, als ECASA damals. 18 Zoos waren dabei, aus 8 Staaten. Und das hatte erstmal mit EEPs gar nichts zu tun. Der Hauptgrund war Einflussnahme auf die EU-Politik. Und auch das haben wir vorhin von Katrin schon gehört, wie wichtig das ist. Das war die ursprüngliche Aufgabe der EASA. Ist auch heute noch eine der Aufgaben der EASA. Ja, sie hat auch 2 Leute vor Ort in Brüssel, die dort die Lobbypolitik machen. Das ist schön und gut, wenn man sieht, wie viele Mitarbeiter das EASA Office insgesamt hat, auch gerade für die Zuchtprogramme, dann würde man sich noch mehr Leute in Brüssel wünschen, eine etwas andere Relation. Aber gut, das ist etwas, was wir intern klären müssen. Aber die ursprüngliche Geschichte war, EASA war unabhängig von den EEPs oder die EEPs unabhängig der EASA, bis 1992, also 7 Jahre lief das eigentlich parallel. Und erst 1992, als EASA dann den finalen Namen bekam, von ECASA in EASA, wurden die EEPs, die eben 7 Jahre vor sich hin liefen oder eigentlich gut liefen, die wurden dann einverleibt von der EASA und wurden eigentlich zum neuen wichtigsten Punkt. Heute hat die EASA über 300 Vollmitglieder, der Sitz ist in Amsterdam. Hier ein bisschen was zur Struktur der EASA, ist ein bisschen
schwierig zu erklären oder schwierig aufgebaut. Das oberste Gremium ist die Generalversammlung, die einmal im Jahr auf der JASA-Jahrestagung stattfindet. Dort werden dann die Entscheide abgenommen, die das Council vorbereitet hat, wo jedes Land seine Council-Vertreter aus den Zoos reinwählt. Wir haben ein Executive Committee mit 15 Mitgliedern, die praktisch diese Arbeiten, die jeden Tag anfallen, machen. EASA Councils Executive Committee, das ist ehrenamtlich. Das sind also Leute, die als Vollzeitbeschäftigung in ihrem Zoo eingestellt sind und das ehrenamtlich dazu machen. Es gibt aber das EASA Executive Office, das sind die Angestellten. Es sind mittlerweile, glaube ich, über 30 insgesamt. Ariel, weißt du eine genaue Zahl? Ja, aber es ist ziemlich gewachsen und die sind hauptberuflich festamtlich angestellt und arbeiten für den Verband. Und dann haben wir die verschiedenen Committees, zum einen die thematischen Committees, also da geht es um Bildung, da geht es um Forschung, da geht es um Artenschutz, um Veterinärfragen, das sind die sogenannten Spezialisten-Committees und dann gibt es die sogenannten Standing-Committees, da geht es um Sachen wie Gesetzgebung. Da ist dann eben besonders die Lobbyarbeit in Brüssel wichtig. Da geht es um Technical Assistance, also um ja, praktisch Hilfe für Zoos in unterentwickelten Ländern. Da geht es um Kommunikation, da geht es um die nationalen Zooverbände. Es gibt auch ein Aquariumskomitee. Da haben wir als Vorsitzenden den João Falcato vom Oceanario Lissabon und er hat das Amt angetreten mit dem Ziel, das Aquariumkomitee abzuschaffen. Und zwar, ja, klingt jetzt erstmal paradox, aber das ist sehr, sehr gut, die Sache, weil er hat mit Recht gesagt, ja, gibt es denn ein Zookomitee? Also wir sind der Verband für Zoos und Aquaria. Da müsste es selbstverständlich sein, dass die Aquarien dabei sind. Und da brauchen wir nicht noch ein eigenes Komitee. Eben, ihr habt ja auch kein eigenes Zookomitee. Sein Ziel ist also, dass dieses Komitee abgeschafft wird und dass selbstverständlich in jedem Komitee die Aquarianer drin sitzen. Dann gibt es ein Komitee, das beschäftigt sich mit der Mitgliedschaft und ethischen Fragen. Und dann haben wir eigentlich das European Population Management Program Committee, das EEP-Komitee. Und das und nur um das wird es in den nächsten Folien gehen. Also Sie sehen, es ist ein kleiner Bruchteil der EASA, den ich Ihnen jetzt überhaupt vorstelle. Also das ist schon eine relativ große Struktur. Das EEP-Komitee selber ist so aufgebaut, dass da runter verschiedene Tags sind. Ja, manche Blasen sind ein bisschen größer als andere und sind unterschiedlich angebracht, nicht irritieren lassen. Die sind alle auf einer Ebene, sollten alle gleich groß sein. Das ist, wenn dann der Schrift geschuldet, dass die Größe etwas verändert ist. Also die sind alle gleich. Zumindest von der Idee, von der Struktur her. Aber Sie sehen schon, es gibt da das Elephant Tag. Da sind gerade mal zwei Arten drin und beim Old World Monkey Tag sind ein bisschen mehr Arten drin, bei der Parrot Tag dann noch mehr. Und was heißt Tag? Das ist die sogenannte Taxon Advisory Group. Das ist also eine Expertengruppe, das sollten zumindest Experten drin sein, die zu diesem entsprechenden Taxon auch entsprechendes Wissen und haben und Auskunft geben können. Es besteht aus einem Chair, einem bis mehreren Vice-Chairs und den Mitgliedern und den Beratern. Mitglieder sind diejenigen, die die Zuchtprogramme führen. Und die Hauptaufgabe ist eigentlich, dass das Tag vorschlägt, für welche Arten überhaupt Programme etabliert werden. Dazu später mehr. Und dann werden diese Programme von dem Tag auch überwacht. Und also alle Kooperationen, die zum Thema Artenschutz, Forschung, Education gehen sollten, über das Tag laufen. So, ich habe Ihnen jetzt nur mal die Tags dargestellt, die sich mit Huftieren beschäftigt. Haben wir ja schon eingangs gemerkt, dass das Hauptaugenmerk irgendwie auf Säugetieren, speziell Huftieren liegt. Das sind also schon 7 Tags, die sich mit Huftieren beschäftigt. Im Vergleich dazu gibt es das Reptile Tag mit etwa 7000 Arten. Ja, im Vergleich Rhino Tag haben wir eigentlich 3 Arten in Menschenobhut. Reptile Tag 7000 und dann haben wir Fish Aquatic Invertebrates. Robby hat die Zahl auch schon genannt, 35.000 Fischarten. Und dann haben wir gleich noch die Aquatic Invertebrates auch noch dazu gepackt. Also
im Unterschied zu drei Rinnashornarten. Ist aber Vergangenheit, seit 2019 gibt es das FATAG, wie es auch genannt wurde, so nicht mehr. Das ist jetzt die Struktur. Das FATAG wurde in 5 Tags aufgeteilt, also zum einen die Elasmobranchier, die Haie und Rochen. Dann haben wir die Marine Teleosts, also die marinen Knochenfische. Dann haben wir die Süßwasserknochenfische. Dann haben wir das Korallentag und das Jellyfish, also das Quallentag. Das sind die 5 Tags, die sich mit aquatischen Tieren beschäftigen. Generell bezeichnen wir Kuratoren für Vivarien, also Terrarien und Aquarien, uns gerne auch als Curator of Leftovers. Also was eben nicht mehr Huftieren, Vögel abgedeckt ist. Und da haben wir noch 3 Tags mehr. Wir haben das Amphibien-Tag, wir haben das Reptile-Tag und wir haben das terrestrische Invertebraten-Tag. Also das sind die 7 Tags, die sich alle mit ein paar hunderttausend Arten insgesamt beschäftigen, währenddem die Huftiere genauso viele Tags haben. Bitte? Die gibt es im Moment nicht. Wie ist das Tag dann aufgebaut? Wir gucken uns jetzt mal beispielhaft die Haie und Rochen an. Das ist auch schon komplett. Das sind alle EEPs, die es zurzeit gibt. Also diese EEPs sind eben zusammengefasst in einem Tag. Und da haben wir, wie man schon sieht, verschiedene Hai- und Rochenarten. Und es sind eigentlich alles nur Arten. Bis auf die Sägefische unten, die Pristis, da gibt es ein EEP für die ganze Gattung. Und das war über viele Jahrzehnte eigentlich illegal und verpönt. Ich habe das eingangs schon gesagt beim Stumpfkrokodil-EEP. Ich habe das als Osteolaemus tetraspis EEP selbst, oder ESB, das war ein Zuchtbuch, übernommen. Naja, wenn man genau hinguckt, hat man beim Stumpfkrokodil einen kryptischen Artkomplex. Da bestehen mindestens 3 Taxa drin und das habe ich eigentlich mitgeholfen, das rauszukriegen. Und ich habe dann illegalerweise das Zuchtbuch umbenannt in, für die Gattung Osteolaemus, habe den Artnamen Tetraspis einfach weggelassen. Das hat nie jemand gemerkt, aber es war eigentlich illegal. Mittlerweile ist es legal, also deswegen für Pristis geht es eigentlich, seit dem EEP New Style ist es legal und das führt dann auch dazu, wie ist heute das Freshwater Teleos Tag aufgebaut. Das sind die 9 EEPs, die es gibt. Und Sie sehen, keine Arten. Die sind für Familien zuständig. Auch da gibt es natürlich viele Familien, die noch nicht abgedeckt sind. Das ist so. Aber es ist eigentlich wie eine zweite Tag unter der Tag, weil keiner beschäftigt sich mit einer einzigen Art, wie das bei den Säugetieren ist. Bei den Nashörnern, einer beschäftigt sich mit Breitmaulnashörnern, einer mit Spitzmaul, einer mit Panzer. Hier beschäftigt man sich mit einer ganzen Familie. Also es ist eigentlich wie ein Tag im Tag. Und möglich wurde das eigentlich erst durch die Neustrukturierung, durch das EEP New Style. Jetzt gibt es natürlich, und das macht das ganze Thema so furchtbar trocken, Regeln fürs EEP. Im Jahr 2000 war das noch einigermaßen übersichtlich. Da gab es 27 Seiten, die man sich lesen musste. 2013 waren es dann schon 142 Seiten. 1985 war es übrigens angeblich nur eine einzige Seite. Hat aber auch Nachteile, weil so eine Seite in einem Wust von Dutzenden von Umzugskartons wiederzufinden, scheint der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichzukommen. Also ich habe es noch nicht gefunden. Diese EEPs werden von einer Artkommission geleitet. Da gibt es also denjenigen, der sie wirklich, der aktiv die Arbeit macht. Das ist der Artkoordinator. Und dann können, wenn es weniger als 2 oder bis zu 10 Teilnehmer sind in dem EEP, sind alle Halter der Tiere auch automatisch in der Artkommission drin. Wenn es mehr als 10 Teilnehmer sind, es gibt Arten, da gibt es über 100 Teilnehmer, da müssen Wahlen stattfinden. Das ist so, dass die Kommission maximal 15 Mitglieder hat. Dabei muss eine ausgeglichene geografische Verteilung gegeben sein, also alle Teile Europas sollten da drin vertreten sein. Und man kann die Kommission auch auffüllen mit so vielen Beratern, die halt noch reinpassen zu dem Thema eben Veterinärmedizin, Bildung, Haltung, Artenschutz. Also da hat man durchaus die Möglichkeit, auch einen versierten Privathalter als
Berater dazu zu nehmen. Was macht die A-Kommission? Sie entscheidet über Transfers. Dazu eben ist nicht einfach, da wird nicht gewürfelt, sondern da werden vor allem auf genetische Faktoren geguckt, nicht nur, aber vor allem. Das ist eben dieser zweite Vortrag, der selber eine Stunde dauern würde. Das sind die Kriterien, die zu diesen Transfers führen. Aber in der Regel macht der A-Koordinator, schlägt diese Transfers vor und die Kommission muss es dann abstimmen. Sie entscheidet darüber, welche Tiere sollen züchten, damit auch welche Haltungen sollen züchten. Es kann auch unpopuläre Entscheide geben, bitte nicht züchten mit diesen Tieren. Sie entscheidet über Haltungsrichtlinien, nach welchen Haltungsstandards sind die Tiere zu halten. Und ganz wichtig, im Austausch von der Tiere soll eigentlich kein Geld fließen. Ja, weiter mit den Regeln. Ich versuche mich jetzt von den über 140 Seiten wirklich auf die Teile zu beschränken, die im Umgang mit Privathaltern wichtig sind. Grundsätzlich sind die EEPs nur offen für EASA-Mitglieder. Nichtmitglieder müssen vom EEP-Komitee, also nicht vom TAG, sondern wirklich vom Komitee, was alle TAGs übersieht, als Ausnahme bestätigt werden. Die müssen eine Gebühr zahlen, wenn sie da mitmachen wollen oder sollen. Und die Nicht-EASA-Mitglieder dürfen maximal 5 Arten halten. Dazu später mehr. Und, wie schon gesagt, alle Tiere sollten ohne finanziellen Interessen transferiert werden. Und die Nicht-EASA-Mitglieder müssen einen Vertrag unterzeichnen. Wie komme ich an EEP-Tiere, wenn ich selber nicht ins EEP komme? Da gibt es auch Möglichkeiten. Also man kann Tiere aus dem EEP bekommen, ist aber selber dann nicht Teil des EEPs. Das geht aber nur, wenn diese Tiere als überzählig von der A-Kommission deklariert werden, also nicht mehr gebraucht werden. Die Haltung muss temporär begrenzt sein. Es geht nur als Einstellung und das ist zwar nirgendwo festgelegt, hat sich aber eingebürgert, die Tiere dürfen nicht mehr zuchtfähig sein. Sucht man natürlich nach Auswegen. Und da gab es das European Studbook mit dem gleichen Logo und jetzt wird es dann richtig trocken, aber ich habe mir gedacht, ich bringe den Original-Englisch-Text, werde es natürlich in Deutsch erklären, aber dass Sie sehen, was da wirklich drin steht. Das Zuchtbuch, das stellt eigentlich nur die Daten zusammen und bleibt den Institutionen überlassen, zumindest war das die ursprüngliche Intention, dass sie selber die Tiere transferieren und einfach das Zuchtbuch als Hilfe dazu nehmen. Und dass der Zuchtbuchführer hat eigentlich nur eine beratende Rolle. Das ist über die Jahre natürlich verschwommen und es gab dann ESBs, die wurden intensiver gemanagt als manche EEPs. Also da wurde diese Grenze ist wirklich verschwommen. Was steht da noch? Auch hier, die Zuchtbücher sollen vorzugsweise eben auf eine ganze Reihe von Kollektionen basieren, natürlich die Zoos, aber auch Universitäten, Zuchtzentren, Stiftungen etc. Interessanterweise werden weder die Aquarien noch die Privathalter hier erwähnt, aber sehr erfreulich, hier kommt nochmal, private Sammlungen können teilnehmen und können auch in das Programm aufgenommen werden, wenn sie Tiere haben, die wichtig sind für die Population. Und jetzt kommt das Beste, was gar nicht niedergelegt ist, aber entscheiden, welche Tiere das wichtig sind für die Population, macht weder das TAG noch das EEP-Komitee, das macht der Zuchtbuchführer ganz alleine. Der sagt, ja, die sind wichtig, die kommen rein. Wenn ich also das Glück habe, einen vernünftigen Zuchtbuchführer habe, der nimmt die auf. Hängt, Katrin hat es ja auch schon in ihrem Vortrag gesagt, es hängt oft an einzelnen Personen. So, jetzt kommen wir zum EEP New Style. Mittlerweile sind wir bei 330 Seiten angelangt. So sieht es heute aus, wird auch immer wieder überarbeitet. Und da wurde EEP jetzt offiziell umbenannt. European Ex Situ Program, was Ex Situ heißt, hat uns Röbi auch schon erklärt. Das ist der neue Name. Und als einer der Gründungsväter das hörte, und zwar nicht derjenige, bei dem es am wahrscheinlichsten ist von mir, sondern einer, mit dem ich nicht verwandt bin, der hat gesagt, was, die heißen jetzt European Exitus Program?
Das ist natürlich was anderes und das ist nicht wirklich gemeint. Aber also bei den Gründungsvätern stieß das nur auf relativ begrenzte Zustimmung, dass das jetzt alles geändert wird. Der neue Slogan, One Size Does Not Fit All, lehnt ganz klar an den One-Plan-Approach an und ja, bedeutet eigentlich so viel wie eine Herangehensweise wird nicht allen gerecht. Muss ich, glaube ich, in dem Raum nicht sagen, dass ich für einen kleinen Süßwasserfisch, irgendeinen kleinen Zichliden, nicht unbedingt ein EEP gleich führen kann, wie ich das für ein Nashorn oder einen Elefanten führen kann. Das ist aber für viele Zooleute, die sich eben nicht mit Leftovers beschäftigt haben, sondern nur mit Elefanten und Nashörnern, war das neu. Aber das ist eigentlich schon mal eine gute Grundvoraussetzung, dass eben gesehen wurde, es ist da, es sind gewisse Differenzierungen zu machen. Eine der Neuerungen ist, unser schöner Ausweg ESB ist verstopft, den gibt es nicht mehr, der wurde abgeschafft, dieses Schlupfloch wurde zugemacht. Es gibt nur noch das EEP oder dann das nächste Level ist das sogenannte Monitoring. Das ist einfach, dass man, was für mich eigentlich selbstverständlich ist als Tag Chair, einfach im Auge behält, wie entwickeln sich die Populationen. Und das Gute ist, dass damit wird auch das Marketing innerhalb der EASA betrieben, dass die EEPs eben nicht mehr nach starren Regeln gelten sollen, sondern sie sollen flexibel sein. Sie sollen maßgeschneidert sein für die Art, für die sie gemacht wurden. Stichwort ist tailor-made. Das ist wahrscheinlich das am häufigsten verwendete Wort auf den 330 Seiten. Und es soll eben auf die artspezifischen Bedürfnisse eingehen. Also es soll, wenn Privathalter nötig sind im EEP, sollen die einbezogen werden können. Das ist zumindest im Marketingtext. Das heißt, das Bild kennen Sie schon. Eben, ich habe damals auch gesagt, die sollen alle gleich groß sein und in der gleichen Ebene eigentlich angeordnet sein. Und das wird jetzt eben anders. Jedes EEP kann seine Eigenheiten haben, kann sich unterscheiden von anderen, ist eben nicht mehr so starr. So, wenn man sich jetzt die Mühe macht, und es sind wahrscheinlich nur ganz wenige Deppen wie ich, die 330 Seiten wirklich komplett gelesen haben. Ich habe es auch nur einmal gelesen und jetzt nicht nochmal in Bezug auf den Vortrag, das ist schon 4-5 Jahre her, dass ich es wirklich gelesen habe. Ja, man sagt immer, man soll das Kleingedruckte lesen und nicht nur die Marketing-Sachen. Und da kann ich Ihnen jetzt ein paar Dinge nicht ersparen, die eben wieder geht es um die Frage, wie können Private dann eben wirklich eingeschlossen werden. Also die Teilnahme der Nicht-EASA-Member ist möglich und das sind also zum einen, die müssen teilnehmen, die Zoos und Aquarien in der EASA-Region, dann die Zoos und Aquarien außerhalb der EASA-Region. Jetzt werden die privaten Züchter und privaten Halter tatsächlich explizit erwähnt, eben auch die Aquarien werden explizit erwähnt, dann die Zuchtzentren, die Rescue-Zentren, also Auffangstationen, Universitäten, Forschungen. Und das Entscheidende, welche Teilnehmer man aufnimmt, wird eben niedergelegt in einem Long-Term-Management-Plan, also in einem langfristigen Plan zur Erhaltung der Art. Und dort kann eben definiert werden, wir brauchen hier Privathalter, weil, und da gibt es verschiedene Gründe, dass man unterrepräsentierte Blutlinien, also genetisch nicht vertretene Blutlinie ins EEP reinnimmt. Das ist ein Schreibfehler, Entschuldigung, das müsste EEP heißen, aber ich merke gerade, EEO ist das European, das EASA Executive Office, da würde das Adding von unterrepräsentierten genetischen Linien auch ganz gut tun. Also stimmt beides. Dann ganz wichtig, das ist etwas, was wir in der Reptile Tag, also ich bin selber Mitglied des Reptile Tages, weil ich bin mehr Terrarist als Aquarianer. Was ganz wichtig ist, sehr oft ist einfach das Wissen über gewisse Arten bei privaten Züchtern sehr viel stärker vorhanden als in Zoos. Und dieses Expertenwissen fehlt und das
sollten wir reinnehmen in die EEPs. Das wird hier explizit als Grund auch aufgeführt. Das ist tatsächlich auch einer Intervention vom Reptile Tag zu verdanken, dass das reinkam. Dann einfach, dass man Platz hat, um die Population wachsen zu lassen. Also es gibt ja sehr viele Zoos, die auch gar keine Aquarien haben. Und einfach, dass wir auch nach dem One-Plan-Approach einfach die Ex-situ-Tiere zusammen in einer Population managen können. Weiter steht, fängt ja sehr positiv an, dass eben das EASA sehr, sehr positiv eingestellt ist, diesen Bedürfnissen von den neuen EEPs. Aber zur gleichen Zeit, und das wird hier auch nochmal explizit erklärt, ist natürlich diese Zuchtprogramme ist ein Service für Mitglieder. Da werden also Mitarbeiter abgestellt, die sich damit beschäftigen. Also das gibt es eben nicht ganz gratis und die Mitglieder, die zahlen einen Mitgliedsbeitrag und damit wird dieses EASA Executive Office finanziert. Und deswegen kann man diesen Service nicht einfach gratis nutzen, sondern es wird erwartet, dass eben private Mitglieder diese Unkosten, die da entstehen, auch decken und eben einen Beitrag zahlen. Und der letzte Satz heißt, die Nichtmitglieder können maximal in 5 EEPs teilnehmen, nicht mehr. Wenn man dann über Süßwasserfische redet, fand vorher die Umfrage ganz interessant, wer züchtet mehr als 5 Arten, waren einige Hände oben, dann hat man diese Grenze relativ schnell erreicht. Und diese 5 EEP-Regel, weiß ich relativ genau, woher sie kommt, die kommt nämlich von meinem Vater. Die hat er 1985 reingeschrieben. Und ich habe vor 2 Wochen mit ihm darüber diskutiert und er war hellauf entsetzt, dass die immer noch existiert. Weil er gesagt hat, mit Recht, die haben wir damals eingeführt, da gab es 19 EEPs und da war 5 eine vernünftige Zahl. Und da ging es um Huftiere und um 2 Vögel und nicht um Aquarien und Terrarien. Und er hat gesagt, selbstverständlich sollte man das im Laufe dieser über 30 Jahre anpassen. Und selbstverständlich sollte diese Zahl erhöht werden. Das war nur die Eingangszahl und die ist nicht in Stein gemeißelt. Irgendwie haben seine ganzen Nachfolger das versäumt, diese Zahl endlich anzupassen. Die steht immer noch drin. Wie gesagt, der das reinschreiben lassen hat, ist entsetzt darüber. Ganz wichtig für die EASA ist auch, deswegen habe ich sie ja nochmal rot gefärbt, ist die Glaubwürdigkeit und die Reputation der EASA. Das wiederholen sie in anderen Worten immer mal wieder, deswegen habe ich die vielen Klammern, die immer das Auslassungszeichen sind. Also es ist einfach die Angst, dass ein Nicht-Privater eben nicht auf das Haltungsniveau der EASA kommt und damit Schaden verursacht, also Stichwort Messis, die irgendwie Tiere halten und wenn das die Öffentlichkeit erfährt, dann färbt das ja auch negativ auf die EASA ab. Kann man irgendwo verstehen, wobei ich durchaus auch schon Terroristen gesagt habe, oder Terroristen kenne, die sagen, um Gottes Willen, auf EASA-Niveau will ich mich aber nicht herablassen. Zu dem Punkt komme ich später auch noch. Also ich glaube, es ist verständlich, dass man einen gewissen Level garantiert haben will, aber der sollte eben in beide Richtungen gehen. Das sind jetzt die Regeln, die gelten, wenn ich wirklich mitmachen will als Nicht-EASA-Mitglied. Ganz wichtig eben diese mehrfach wiederholten Level von Haltung, also dass ich eine gewisse Qualität garantieren kann und damit nicht gegen den EASA Code of Ethics verstoße und irgendwie schlechte Reputation über die Tierhaltung bringen will, ist ja etwas, was wir sowieso auch nicht wollen. Dann, das kann tatsächlich ein Problem sein, was wichtig ist, dass man wirklich ein klares System hat, wie man die Tiere, wie man Buch führt über seine Tiere. Also man wirklich sagen kann, diese Tiere sind so und so alt und sie stammen von dem Paar ab.
Also dann solche Antworten wie, ja, wenn Sie nicht 2020 geschlüpft sind, sind Sie 2019. Wenn Sie nicht von dem Zuchtpaar sind, dann sind Sie von einem dieser Dreie. Das sind Aussagen, mit denen kann man nicht wirklich ein Zuchtprogramm führen. Und daran scheitert es tatsächlich manchmal. Also da muss man wirklich ein bisschen genauer und detaillierter seine Aufzeichnungen führen. Dann, ganz klar, da können wir auch nicht drüber diskutieren, es muss natürlich alles legal sein nach Gesetzen. Appropriate ist ein Wort, das kann man verschieden auslegen. Ich hatte in Leipzig mal einen Chef, der hat eigentlich meistens für Ja und Nein gesagt, sonst hat er nicht viel geredet. Für mich war das ein appropriate level of communication, hatte nie wieder so einen guten Chef. Ja, man muss halt sich verständigen. Also man muss wissen, okay, der hat jetzt Tiere zum Abgeben, der sucht Tiere, das sollte man halt wissen. Und man sollte natürlich auch hinter den Zielen stehen, die für dieses Programm innerhalb der EASA formuliert worden sind. Und die können eben jetzt im New Style unterschiedlich sein, je nach Tierart. Und dann kann es natürlich zu Situationen kommen, wenn man eben, das bezieht sich wieder auf die Qualität der Haltung, wenn man da Zweifel hat, dann kann es auch zu Hausbesuchen kommen, dass man sich das mal anguckt, bevor man privaten Tiere gibt, dass man sich überzeugen will, ja, der hat eine richtig gute Haltung. Und die meisten Zoos können da ja auch noch was lernen. Zumindest bei den guten Haltern. Weiterhin ist es, das ist eigentlich drin geblieben. Also ich sage ja, man muss das Kleingedruckte lesen. Also man soll die Tiere bitte nicht verschenken, verkaufen, sondern nur einstellen. Und meistens bitte eben nur temporär. Und es gilt natürlich, wenn man akzeptiert ist für ein EEP, dann gilt es nur für dieses EEP. Da ist man mit seinen anderen EEP-Arten nicht automatisch auch drin. Die muss man Art für Art einzeln anmelden. Ja, das müssen Sie nicht im Detail lesen und verstehen können. Ich tue es auch nicht. Das ist einfach, um zu zeigen, wie kompliziert manche Vorgänge sind, beziehungsweise, dass man, also das ist das, die Entscheidungsmatrix, wie das EEP-Komitee schlussendlich darüber entscheidet, ob jemand aufgenommen wird oder nicht. Und da sind zwar ein paar gute Leute drin, wo man einfach auch mal sagen kann, ihr wisst schon, was ihr tut, aber nein, die haben auch starre Regeln. Man nimmt ihnen eigentlich so ein bisschen die Verantwortung, beziehungsweise die können sich hinter diesem Entscheidungsbaum verstecken und sagen, ja, tut mir leid, ich komme bei dem Pfeil raus, dass ich euch ablehnen muss. Weiß nicht, ob es wirklich sein muss, ist aber jetzt halt so hinterlegt. So, was war die Folge? Jedes Tag musste von diesen, als diese EEP New Style anfingen, musste jedes Tag einen neuen Regional Collection Plan erstellen, egal, ob schon ein guter vorhanden war oder nicht. Und eben da werden die Taxa besprochen und festgelegt, welches Programm etabliert wird. Wie gesagt, ich bin in der Reptile Tag und innerhalb der Reptile Tag für die Krokodile zuständig und da haben wir den Regional Collection Plan kürzlich gerade gemacht. Da wird also für jede Art, werden so ein paar biologische Grundparameter aufgeschrieben, Verbreitungsgebiet, rote Liste-Status, dann wird geguckt, wie viele Tiere gibt es in Zoos, wo in Zoos, in welchen Regionen der Welt. Es wird die Populationsentwicklung angeguckt. Und dann, da komme ich mir manchmal vor wie im Theater, da werden dann Rollen festgeschrieben, dass die Tiere bestimmte Rollen in Zoos ausführen sollen. Meistens geht es darum Artenschutz, aber es gibt auch die Non-Conservation Roles. Also wenn man für die Bildung eine tolle biologische Geschichte erzählen kann oder wenn die für die Forschung besonders interessant sind. Dann wird das da aufgeschrieben. Also die Kriterien, nach denen Arten ausgewählt werden, ist heutzutage sicher der Artenschutz. Also was für ein Gefährdungsgrad liegt vor? Was haben wir überhaupt für Bestände in Zoos? Taxonomische Einzigartigkeit spielt eine Rolle. Also wenn es keine anderen lebenden Verwandten, nahverwandten Arten gibt, dann ist die Chance, dass es ein EEP gibt, höher. Was kann man damit für die Bildung der Besucher erreichen? Was kann man für die Forschung erreichen? Und durchaus, das darf man zwar nie laut sagen, aber die Attraktivität spielt auch eine Rolle, also möglichst interessante Arten, die, das wird dann immer umschrieben, Exhibit Value heißt das dann. Das heißt nichts anderes als die Art ist attraktiv. Ja, und dann wird ein Entscheid festgelegt,
was man jetzt macht, ob man ein EEP macht oder ob man eben auch kein EEP macht. Da hat man dann die Übersicht. Das ist jetzt die erste Seite bei den Krokodilen. Da sieht man die zwei Arten, für die wir hier, es sind insgesamt 8 Arten, für die wir ein EEP machen, die sind critically endangered. Die Least Concern, die sind entweder Monitor, also dass wir sie einfach im Auge behalten. Replace heißt ersetzen. Da sagt man, geht lieber auf andere Arten, holt lieber die Arten, die für die Artenschutz wichtig ist. Oder DNO heißt Do Not Obtain. Das sind Arten, die gar nicht da sind, wo man sagt, bitte, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Und wir haben dann auch eine Übersicht gemacht. Viele Zoos sind ja geografisch ausgerichtet. Also, dass man je nach Parkteil kann man gucken, ich brauche in meinem Parkteil Afrika ein Krokodil. Ich habe ein kleines Gehege, ein mittleres Gehege, ein großes Gehege. Das sind die Arten, die empfohlen sind. In der EASA wird jetzt behauptet, das sei meine Erfindung. Stimmt gar nicht, habe ich bei den Amerikanern abgeguckt. Die haben das auch. Und die EASA wollte das ergänzen mit allen Arten, die nicht empfohlen sind, die auch noch reinnehmen. Wo ich gesagt habe, nee, bitte die lasst ganz weg, sondern einfach der Übersichtlichkeit halber die, die wir empfehlen. Also die Grünen empfehlen wir und die Gelben sind auch noch okay. Wo können wir uns oder müssen wir uns auch dringend, das wird ja aufgenommen, wo sind wir schon gut und können noch besser werden? Bei der Einbindung der Privaten, vor allem eine Kooperation auf Augenhöhe und vor allem der Fall, der ist für mich immer ein bisschen zu kurz gekommen. Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, ja, die Privathalter helfen uns, aber es ist häufig auch andersrum. Wir helfen den Privathaltern. Häufig ist es andersrum. Und wir können von Privathaltern noch was lernen. Also, zum Teil ist mehr Expertise bei Privathaltern als in Zoos. Und das, ich habe jetzt einfach eine Organisation hier genommen, wo das der Fall ist. Es gibt keinen Zoo, der diese Homopus-Schildkröten wirklich gut hält und züchtet. Aber privat gibt es die. Und da können wir viel lernen. Und wie gehen wir mit solchen um, die, von denen wir eben profitieren und die nicht von uns profitieren. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, den wir in Zukunft noch stärker beachten sollen. Und sehr oft sind die Programme halt auf klassische K-Strategien ausgelegt. Ja. 19 EEPs am Anfang, davon 17 für Säugetiere, da geht es um Elefanten und sowas, was wirklich klassischer K-Strategie ist. Und an die R-Strategen wird nicht gedacht, wobei für einen Aquarianer ist das ja natürlich auch eher ein K-Stratege, weil ja die Eltern den Jungtieren schauen. Aber für die K-Strategen, für die R-Strategen sind eigentlich diese Programme nicht wirklich ausgelegt. Auch für Sonderfälle, Parthenogenese, wie dieser Schwellhai, der in Leipzig damals geschlüpft ist, gibt es nur ein Weibchen. Als bekannt wurde, dass Komodowarane sich über Parthenogenese vermehren, war die erste Reaktion, um Gottes Willen, die müssen wir ausschließen aus der Zucht, das ist ja Inzucht, das ist ja ganz schlimm. Wir wissen gar nicht, wie es im Freiland eigentlich aussieht. Also wie schließen wir solche Tiere ein, dass wir mit denen auch züchten? Weil das ist ja, wir wollen so sein wie die Natur und da gibt es auch parthenogenetische Tiere. Oder, ich habe jetzt keine eigene Folie, aber da drüben sieht man Pelvica chromis, wo Timo Tünken an der Uni Bonn nachgewiesen hat, je näher die Eltern miteinander verwandt sind, desto besser sind die Aufzuchtergebnisse. Also eigentlich aktiv Inzucht betreiben. Das kann auch der Fall sein. Auf solche Sonderfälle sind diese Softwareprogramme einfach noch nicht ausgelegt. Und da haben wir Potenzial. Dann, um zum Schluss zu kommen, EUAC, das ist die European Union of Aquarium Curators, die ist wesentlich älter als die EASA und die EEPs. Die ist schon 72 gegründet worden. Und wo? Natürlich in Basel, da werden alle guten Zooverbände gegründet. Und hier, ich war damals natürlich noch nicht auf der Welt, aber hier sind zwei der Gründungsmitglieder dabei. Links René Honecker, mein erster Lehrer aus Zürich, und Peter Studer, einer meiner Vorgänger in Basel, der damals Vivariumskurator war, 72. Und rechts im Bild Rudolf Wicker, kaum zu glauben, auch schon Rentner, aber zu jung, um damals schon dabei gewesen zu sein. Das sind die 10 Gründungsmitglieder. Auch hier fällt auf, alles Männer. Fast alle, bis auf Paul van den Sande. Das ist der Einzige, der eigentlich wirklich noch aktiv ist. Aber alle anderen deutschsprachig, keine englischsprachigen dabei. Heute haben wir etwa 80 Vollmitglieder. Und was auch auffällt, bis auf Wilhelmshaven und auf Düsseldorf, alles große Aquarien in großen Zoos. Wenn man das anguckt, wo stehen eigentlich große Aquarienhäuser, die wirklich in Zoos stehen,
dann merkt man, das ist gar nicht so selbstverständlich, für dass wir das erachten. Also wir sehen einmal Madrid, dann sehen wir ein bisschen was in Polen und Ungarn. And I hope I can soon add Ostrava as well. Und ansonsten ist das eine Geschichte, ja, Österreich, Schweiz eh einmal, und ansonsten konzentriert sich das auf Deutschland und auf die Benelux-Staaten. In Südeuropa, in Nordeuropa stehen die Aquarien unabhängig von Zoos, und in den Zoos gibt es keine Aquarien. Also das ist was typisch Mitteleuropäisches. Und auch die Engländer, London ist schon vor ein paar Jahren zugegangen, und wenn ich jetzt auf nächste Woche vorgreife, dann schließt der Bristol Zoo auch, dann haben wir also nichts mehr in England. Das ist wirklich mitteleuropäisch. Das heißt, die meisten dieser Großaquarien, die treffen sich gar nicht an der EASA. Die kommen gar nicht zur EASA. Die gehen zur EUAG. Die erreicht man gar nicht mit dem Programm. Und deswegen werden die FATAGs doppelt behandelt. Die werden sowohl an der EASA wie an der EUAG behandelt. Es gibt ganz wenige Kollegen, ich gehöre zu denen, die zu beiden gehen. Wir müssen halt das Gleiche dann zweimal hören. Und das Interessante ist auch immer, wenn man auf vielen Tagungen ist, gehört man eigentlich nie so richtig dazu. Also wenn ich zur EUAG gehe, bin ich immer der EASA-Mann. Schätze ich ganz besonders. Wenn ich zur EASA gehe, bin ich der EUAG-Mann oder der mit seinen komischen Privathalteransichten. Wenn ich zu Privaten gehe, bin ich der Zoomann, Stichwort Schlüssel. Also ich gehöre eigentlich nirgendwo dazu und bin trotzdem überall ein bisschen dabei. Und so hatte ich tatsächlich Streit schon mit EUAG-Mitgliedern, die behauptet haben, FATAG ist eine Erfindung der EUAG. Ich bin wahrlich durchaus kritisch gegenüber der EASA, aber man soll die Dinge schon so nennen, wie sie sind. FATAG ist von der EASA eingeführt und die EUAG hat es einfach übernommen. Und der Grund, warum es eben doppelt ist, weil die treffen sich einfach nicht, habe ich auf der Karte gezeigt. Dann haben wir die Beispiele für die Zusammenarbeit. Mit Röbi machen wir dieses Bujoquina Önolemus-Projekt in Basel. Auch schon mehrfach erwähnt, die Godeid Working Group von Michi Köck. Michi Köck, Haus des Meeres, ist Mitglied in der EASA, ist Mitglied in der EUAG. Michi durfte bisher, oder ich habe ihn nur auf keiner der Tagungen gesehen, den treffe ich immer nur auf Aquarianer-Tagungen. Der ist dort nicht wirklich. Wir haben auch zwei Arten in Basel. Als ich noch in Leipzig war, haben wir mit den Österreichern mit Scleromystax zusammengearbeitet. Und wie gesagt, ich habe hier auch noch ein bisschen was an Schildkröten, damit der Ronny Bakowski auch noch mal eine Schildkröte sieht. Na, wie gesagt, ich bin eigentlich von Haus aus Terrarianer und wir starten in Basel gerade dieses Projekt über diese Boulangères Flachschildkröte. Und das ist, ja, ich hätte auch die Godeid Working Group nehmen können. Das ist eine Gruppe, die einfach ein Level hat, da kommen die EASA-Zoos nicht hin. Das beinhaltet Freilandarbeiten, das beinhaltet Publikation, das beinhaltet Forschung. Sie kennen es von Michi Köck über die Godeiden, das ist hier mit den Schildkröten nicht anders. Und wir profitieren vom Privaten, nicht andersrum. Da gibt es Managementpläne, Version 9 ist da zum Teil schon von der Qualität, wie wir sie für manche EASA-Arten nicht haben. Diese Schildkröten sind organisiert in einer größeren Überorganisation, das ist die European Studbook Foundation, die ist in Niederlanden ansässig und organisiert eben Zuchtbücher für Reptilienarten. Und dann kommen wir zu Citizen Conservation. Erwähne ich nicht nur, weil ich die Schönbrunner Kollegen natürlich über alle Maßen schätze, sondern weil das wirklich eine Organisation ist, die richtig gut ist. Werden nach sicher nachher noch von Katrin im morgigen Vortrag dazu einiges hören. Gegründet von Björn Enke, dabei ist auch Heiko Werning. Wir haben das Buch schon, Röbi hat schon Werbung für das Buch gemacht, Okapi und Scharnierschildkröte, was ich auch nur empfehlen kann. Es sind also Leute vom Fach. Heiko Werning ist genauso Terrarist, wie er auch Publizist ist. Björn Enke ist wie ich Sohn eines Zoodirektoren, hat also die Tiergärtnerei von Anfang an im Blut gehabt, weiß, wovon er spricht. Und das Gute ist, beide sind nicht nur vom Fach, sondern beide sind auch Medienvollprofis. Die wissen, wie man Werbung macht für uns. Die wissen, wie wir uns in der Öffentlichkeit darstellen können. Und das ist das, was wir in der Gesellschaft brauchen. Haben wir auch schon gehört im letzten Vortrag, wie wichtig das ist, dass wir uns gut darstellen.
Da kann man auch entsprechende Publikationen bei YouTube nachsehen. Und das ist letztlich eine Gruppe, die eben das will, was wir wollen und das auch noch gut vermarktet und die das eigentlich bisher am weitesten getrieben hat. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass man mit denen möglichst viel macht. Und ich darf noch keine Details vom neuen Masterplan aus Basel verraten, aber Citizen Conservation wird dort eine große Rolle spielen. Was wünschen wir uns, wenn wir mit Privaten zusammenarbeiten von Zooseite? Wir möchten möglichst nicht mit einzelnen Privaten arbeiten, sondern es sollte möglichst ein organisierter Verband sein. Und es ist auch schwierig, ich habe jetzt verschiedene aufgezählt, mit denen wir alle zusammenarbeiten. Wenn jeder wieder andere Regeln und andere Kommunikationsweisen hat, dann wird es schwierig. Also wir wollen das möglichst einheitlich, möglichst organisiert haben. Das ist für uns von Zoos am besten. Und so sehr ich einzelne Tagungen schätze, ich hätte lieber gern weniger Tagungen, dafür größere Tagungen, wo man das zusammenfassen kann. Ganz einfach, wenn ich in meinen Terminkalender gucke. Gestern hatte ich gehofft, dass ich sagen kann, das nächste freie Wochenende, wo ich nicht in Sachen Zoo und Tiere unterwegs bin, ist der 15. 16. Oktober. Ich habe mittlerweile den Dienstplan vom Zoo Basel für die nächsten 4 Monate bekommen. Das ist der 22. bis 23. Oktober. Alle Wochenenden bis dahin sind mit irgendwelchen Tagungen, Wochenenddiensten oder Zoo-Reisen ausgefüllt. Von daher, es ist einfach zum Teil nicht, also wenn man sagt, wo sind denn all die Zoo-Leute? Wir haben eine Folge, ich verpasse noch 2 Tagungen, obwohl ich jedes Wochenende was mache. Also von daher lieber weniger, aber die richtig gut und richtig groß. Das wären so die Wünsche von meiner Sicht. Ja, tut mir leid, ein bisschen überzogen, aber das war's auch wirklich. Applaus